Das, was wissenschaftlich interessant ist an der Zusammenarbeit mit Wirtschaft, sind die neuen Themen. Insgesamt gesehen ist die Grundfinanzierung äußerst knapp, äußerst auf Kante genäht und viele Dinge, die wir gerne würden, können wir nicht realisieren, die für die Region und für die Unternehmen und für die Einrichtungen der Region wichtig wären, funktionieren nicht. Mecklenburg-Vorpommern ist sehr stark in der Gesundheitswirtschaft, sehr stark in der Ernährungs- und Agrarwirtschaft. Hier sehen wir große Potenziale, das Land voranzubringen, aber auch wissenschaftlich uns selber sozusagen nach vorne zu bringen. Fachhochschulen haben wichtige Funktionen im Wissenschaftssystem für angewandte Lehre und Forschung, und Fachhochschulen haben, das zeigt die Entwicklung aller Fachhochschulen bundesweit, eine wichtige regionalpolitische Funktion als Transfer, als regionaler Think Tank für den Mittelstand. Dem Grundsatz nach sind die Unternehmen sehr interessiert am Austausch mit Hochschule. Die müssen uns nicht irgendwo im Elfenbeinturm abholen. Und wir sind kleine Hochschulen, wir haben kurze Wege zwischen Instituten in der Forschung, der Verwaltung und können dadurch, glaube ich, flexibler und schneller Lösungen entwickeln und sozusagen Projekte aufsetzen, die dann auch für den jeweiligen Partner angemessen sind. Und die Projekte sind kleiner. Wenn wir Förderanträge stellen und Fördervorhaben haben, dann sind sie im Regelfall, ich sag mal, zwischen 150 und 300, 350, 400.000 Euro schwer. Das sind Beträge, bei denen die Universitäten erst anfangen. Was wir nicht machen, ist sozusagen reine Messknechtarbeit. Das heißt, Qualitätslabor, und wir machen dann einfach nur bestimmte Chargen, prüfen wir, und sowas machen wir nicht, sondern es muss für uns einen Hintergrund haben, der in der Wissensentwicklung eine Weiterführung bringt. Ja, nun ist die ostdeutsche Wirtschaft ja nicht so stark wie die süd- und südwestdeutsche Wirtschaft. Das ist Teil des Problems, ja. Aber man kann hier trotzdem Entwicklungen machen, aber es ist ein bisschen schwieriger, dann entsprechende Projekte zu vereinbaren. Wir haben in der Ernährungswirtschaft ganz gute Bedingungen hier, aber in anderen Bereichen sind es hier sozusagen nur Produktionsstandorte, und wenn dann Entscheidungen über Entwicklung zu treffen sind, dann findet das meistens in Westdeutschland statt, und dann haben dort andere Fachhochschulen vor Ort eine Kooperation, die erfolgreich ist und die es uns dann schwer macht, da reinzugehen. Das ist ein spezifisch ostdeutsches Problem, denke ich mal. Nicht nur optimierten Studiengang zu haben, das ist für Studierende wichtig, sondern die Frage zu beantworten, was macht das für den Professor, Professorin? Welche Freiräume können wir trotz Bologna und Akkreditierung identifizieren, damit die Leute, wie ich es vorhin sagte, reinkommen und sagen können, ich möchte tatsächlich hier was entwickeln. Attraktive Hochschulen sind solche, die den Kolleginnen und Kollegen Arbeitsbedingungen bieten, in den Laboren oder in den Seminarräumen, durch Forschung, durch Lehre, in der Mittelakquisition mit interessierten Studierenden, das heißt auch interessante, auch gute Studierende anzuwerben, ist eine wichtige Funktion, damit die Kolleginnen und Kollegen ein Umfeld haben, bei denen Lehre und Forschung ihnen denen die Freude bereitet und sie so voranbringt, dass sie sagen, an die Hochschule, auch nach Neubrandenburg, nicht mitten in Berlin, da möchte ich gerne hin.